ist ein Interview mit Bukton Bloch zusammen, vielen von euch bekannt in der deutschen Community. Bukton ist der mit den Büchern. Genau. Erzähl mal ein bisschen genauer, was du in SL machst. Ja, ich bin ja seit Ende 2007 aktiv in Second Life und mein allererstes Projekt war Lyrikorg, begehbare Texte. Gibt es auch immer noch, schwebt auf 777 Meter über mein Hauptprojekt in der Bibliothek Pegasus, eine unkommerzielle deutschsprachige Bibliothek. Da gibt es Bücher verschiedener Art, verschiedenen Inhalts, auch mit verschiedenen Techniken, aber alles free und full perm. Jeder ist da herzlich eingeladen. Pegasus liegt auf der Sim Vision of Mountains 1, die ich mittlerweile gekauft habe. Und dort ist jetzt das Projekt sozial-kreative Sim, SOCS. Da sind verschiedene Initiativen, zum Beispiel die Angehörigen von Krebskranken, die Malerin Emma Fagis, Karl Hiefeng mit seinem Bookcrossing und einige mehr. Und ich freue mich, dass ich dadurch ein bisschen unkommerziell kreative Sachen und wohltätige Dinge fördern kann. Und ich vermute mal, du wirst hier bei den Let's Days sein, um das Ganze auch zu promoten. Ja, natürlich war ich auch neugierig auf die Menschen hier und bin erstaunt, wie vielfältig die sind. Alte, junge, große, kleine, Punks, sehr seriös aussehende Menschen. Also eine ganz bunte Mischung. Ja, und in der Tat habe ich ein paar Flugblätter und Flyer mitgebracht und hoffe, dass der eine oder andere sich da näher informiert. Die Informationen über die Bookton, die Pegasus-Bibliothek zum Beispiel und auch die anderen Informationen findet ihr alle auf dem Sim Vision of Mountains 1. Und hier bei den Red Space haben die Teilnehmer reichlich an seinem Informationsstand teilgenommen, Diskussionen geführt und seine Informationen mitgenommen. Da habe ich es dann gleich mal mitgebracht. Ne? Was? Ein nicht unverbreitetes Urteil über mich. Da habe ich einige Videoclips gelaufen. Schwenk auf die Brille.